So, meine Freunde, willkommen zurück zu Metin 2 Farmtagebuch auf Tiger Ghost. Der zweite Shop hat entspannte 47k gegeben mit dem Abmaterial und der Store mit den FBs hat dann nochmal 54k oben drauf gegönnt. Also nochmal ordentlich nochmal einen Won gemacht. Easy, es ist so easy. Ja, der verkauft immer die 200 Stacks von Flaggen für nur 19k. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Botter, aber tatsächlich habe ich den auf Map 2 mit dem Aufwehrpad gesehen. Also der scheint da irgendwie, weiß ich, was sie da fahren, keine Ahnung, vielleicht 30er Waffen oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Flaggen, die kaufe ich natürlich dann gerne weg, weil die gehen im 10er Stack weg. Also von daher, warum nehme ich die dann nicht einfach mit, so, weißt du. Ja, dann habe ich das, hier noch ein Clip. Ich habe einiges an Equipment bekommen auf Tiger Ghost für ein bisschen Won auf Azrael. Ich habe ja gesagt, ich hatte, als ich diese Tiger Ghost Pause hatte, habe ich ja viel von Tiger Ghost, bis auf mein Equipment, nach Azrael getauscht. Das habe ich jetzt so ein bisschen wieder das Gleichgewicht hergestellt sozusagen. Und da habe ich dann ein bisschen Equipment drüber geschoben. Also ich habe, glaube ich, jetzt auf Tiger Ghost nochmal Equipment im Wert von, ja, 60, 70 Won oder sowas bekommen für Won auf Azrael. Also ist das voll okay, würde ich sagen. Dann sind wir wieder auf einem Level quasi. Ja, Rack plus 9 habe ich nochmal gehabt, wie ihr gesagt gesehen habt. Da habe ich eine 32 DS Rack gehabt, glaube ich. Und ich war wieder in der Wüste unterwegs, Spinnenbeine und SS Plus gefarmt. Und wir kommen zu einem spannenden Thema. Das SAB mit 30 AW, da habe ich nochmal ein paar Switcher rüber gejagt. Wie gesagt, also Ziel ist irgendwie sowas wie, ja, 20 DD. Oder, ja, 20 DD. So, kam dann halt rein. Freue ich mich. Jetzt haben wir 20 DD am Mann mit 30 AW. Das ist nice. Und wir haben noch kein Schild. Da habe ich also auch nochmal ein paar wenige Segnungen drauf gekloppt, in der Hoffnung, dass da nochmal AW irgendwie raufkommt, dass wir das dann nutzen können. Weil, ja, AW wäre nochmal schön irgendwie. Hier kommt dann jetzt der letzte Segnung. Kam dann 5 Eis. Das war natürlich jetzt, ist natürlich doof für den Levelbereich. Sowas brauche ich halt einfach nicht. Ist zwar schön auf anderem Equipment, aber irgendwie nicht in dem Levelbereich. Die normalen Switcher hatten dann nochmal 10 ESO, 10 Blocken, 12 Stärke gemacht. Die habe ich erstmal gelassen. Und ich habe nochmal die normalen Switcher auf die Ebis geknallt, weil da waren nur 10 Halbmenschen drauf. Und ich bin ja jetzt kein PvP-Char oder sowas. Da hätte ich auch gerne auf jeden Fall 20 DD. Oder sowas wie 20 Orks, 20 ESO oder noch irgendwas oder sowas in die Richtung. Das hätte ich gerne. Und deswegen habe ich hier nochmal ein paar Switcher in die Hand genommen, um das Ding hier zu drehen. Und ja, da kamen dann nach einiger kürzerer Zeit, muss ich mal überlegen, war das da schon? Ich weiß es nicht. Oder kommt da jetzt noch ein Clip? Nee, da kommt noch ein Clip. Sorry, mein Fehler. Da kommt noch ein Clip. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Wie gesagt, geswitcht, Ebis, 20 AW. Kamen dann 20 Orks, 20 ESO. Genau das wollte ich so drin haben. Deswegen nice. Haben wir jetzt also 20 Orks, 20 ESO in den Ebis. Wir haben ESO im Schild, 20 Orks, 20 ESO in den Helm. Dann fehlen quasi noch 20 Orks, 20 ESO im VMS. Da halte ich dann noch Ausschau nach. Ich habe mal ein bisschen Durchschlag geäxt, damit wir da auch langsam Richtung P bekommen. Weil das wäre natürlich nice. Ich meine, SKP, Durchschlag P, Eichhiering, das wäre schon lecker. Deswegen haben wir jetzt hier noch die letzten FBs für Durchschlag auf G. Und endlich ist es auf G. Ja, sieht nice aus. Wunderschön. Einfach ganz, ganz, ganz sexy. Geil. Freue ich mich. Und ich habe dann hier ein richtig interessantes VMS gefunden. Ich dachte erst, oh, ich kaufe mir so ein 46DSS VMS. Aber ich habe hier ein VMS mit 29 DSS gefunden. Mit 20 Orks, 20 ESO. Für 12 Won. Sogar schon Wind drauf. Mit 4 Metins. Und ich dachte mir, hä? Wie nice ist das denn? Ich bin ja immer am ESO-Farm. Immer am Orks-Farm. Dies, das. Dann nehme ich das lieber als irgendwie 46 DSS. Das hat auch gerade mal 12 Won gekostet. Also, hä, voll nice. Also, ich habe jetzt 20 Orks, 20 ESO im Helm, 20 Orks, 20 ESO in den Ohrringen, 20 Orks, 20 ESO in der Waffe. Theoretisch bräuchte ich nochmal 20 Orks, 20 ESO im Schild. Und dann haben wir hier, was machen wir denn? 20, 40, 60, 80 Orks ESO im Equipment. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, wir haben jetzt ein nices VMS und ich kann euch sagen, das knallt richtig rein. Also, dass im VMS 20 Orks und ESO drin ist, das finde ich extrem geil. Also, das, wow, echt nice. Langschwert fand ich geil. Habe ich auch günstig geschnappt. Deswegen habe ich das darauf projiziert, weil so ein Gammel-Roni wollte ich jetzt nicht haben.
Ja, wie ihr sehen könnt, es ist ein ordentlicher Damage, der da rumkommt. Irgendwie 4K-Hits an Schlägen, das ist, ja moin, das haut rein. So, ich glaube, ich habe was vorweggenommen, leider. Ich habe die 20 Orks, 20 Esel im Helm vorweggenommen. Der Clip kommt gleich noch, ich habe dann noch den Helm gekauft dazu. Habe ich vergessen zu sagen, sorry. Bisschen vorweggenommen, leider. Hier jetzt der Clip, ich habe vergessen, dass das erste jetzt noch kommt. 20 Orks, 20 ESO, 15 Wind, 15 Blitz EH für 17 Won. Ich dachte, oh Junge, was für einfach nur geile Low-Level-Boni. Die muss ich mitnehmen. Diese Boni 1 bis 5, boah, schmackhaft einfach, richtig nice. Da müssen wir nur noch AW reindrehen im 6.7. und dann ist dieser Helm einfach optimal. Am besten wäre natürlich 50. Ich hatte noch 3 Segnungen über aus den vorherigen Switchern. Und die dritte Segnung hat 30 AW gegönnt. Da habe ich mich sehr gefreut. Einfach ein absolut geiler Helm. Richtig, richtig geil. Also wirklich extrem nice. Ja, der Shop hat in der Zwischenzeit nochmal 90 Kaka gemacht. Das ist wirklich, das ist am laufenden Fließband. Wird hier das Abmaterial weggesnackt. Das ist wirklich unglaublich geil. Ja, und hier der erste Damage-Test mit Durchschlag auf G mit 81 esoterischen. Entschuldigung. Ja, 37k Crit-Durchschlag. Ja, moin. Geil. Man muss auch zu sagen, ich habe kein Porky. Und 9k Crits an den Schlägen. Das schmeckt aber mal richtig. Also, Wumms, ey, das macht Spaß. Da geht natürlich noch ein bisschen was. Wir können noch Durchschlag auf P machen. Da kommt noch ein extra Rubin. Überall kommt noch mehr AW rein. Wir können noch einen Velpi besorgen. Wir können noch einen besseren Push-Regen theoretisch reinmachen. Wir können auch DGA reinmachen, theoretisch. Also da geht noch ordentlich was an Equipment und an Push noch rein, was man machen könnte. Klar, theoretisch unnötig, aber hey, wir wollen ja Spaß an dem Low-Witcher haben. Wir wollen ja nicht in die Höhe gehen oder sowas. Deswegen finde ich das ziemlich nice und das macht mir auch extrem Bock so. Ja, ich habe wieder aufgefüllt mit dem ganzen Abmaterial, was ich rumliegen hatte. Da ging dann instant weg. Also, glaube ich, einen halben Tag gewartet, wieder 113 Kaka gemacht und wieder den nächsten Stuff reingelegt. Das war wirklich nice. Also, das fließt hier einfach nur herein. Macht Spaß so. Also, da kann man auch nicht Geld machen. Und weil mein Main-Shop ja immer so gut gefüllt ist, musste ich wieder den zweiten Shop mal reinpacken, hier mit dem Abmaterial. In dem Moment ESO-Fibeln bei 5 Kaka, das 10er Stack. Also, nice. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir droppen ja ordentlich ESO-Fibeln an der Stelle. Und hier haben wir noch ein bisschen Loot aus der, wie heißt es, außer, aus der Tombola. Haben wir noch Silber, Mondstein und Seelenkristall. Und an dem Equipment ist dann auch nochmal was weggegangen, sodass wir wieder 30 Won oder sowas gemacht haben. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, der Mondstein durch 2 Won oder sowas kostet der Pipapo. Also einfach mal aus der Tombola kurz 2 Won ziehen. Freue ich mich sehr. Ja, die ganzen veredelten Erze waren, glaube ich, auch aus der Tombola. Ja. Dann haben wir nochmal Exos gekauft. Genau 36 Stück. Weil man braucht genau 36 Seelensteine, um erfolgreich einen Skill auf P zu lesen, falls ihr es nicht wusstet. Es sind immer genau 36. Egal, ob ihr Konzi nimmt oder nicht. Und das habe ich dann mal geskippt bei euch. Durchschlag ist jetzt auf P. Und somit haben wir, ja, mit Level 35 2 P-Skills. Beziehungsweise 3, wenn man Bergbau mitzählt. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zum netten Damage-Test in der Stelle. Also ich bin erstaunt. Also es ist einfach nur mega, mega geil. Booms einfach. 23k Durchschlag und Crit. Somit kommen wir bestimmt auf 50k Crit, wenn wir das vernünftig treffen. Ja moin. Also das ist einfach mal unglaublich nice. Und wir machen jetzt hier den übelsten Damage an den Viechern. Das ist richtig, richtig geil. Also da kann man ordentlich farmen auf jeden Fall. Macht Spaß. Ja, Durchschlag P, absoluter Lieblingsskill. Das liebe ich einfach nur und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier bei diesem Low-Level-Char wieder SK und Durchschlag auf P habe. Ich freue mich, dass ich mich nicht überreden lassen habe, das den Char hier zum Aura-Char zu machen, also mit Körperkrieger, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, diese ganzen Monster mit Durchschlag wegzuflexen. Das ist einfach Oldschool-Feeling ohne Ende. Freue ich mich richtig drüber. Ja, die Shops haben wieder gegönnt. Sowohl der erste, der zweite, als auch der Offline-Shop haben immer wieder zwischendurch Equipment weggegangen, Abmaterial weggegangen. Ich habe immer wieder die Shops nachgefüllt. Wieder Equipment verkauft, dies, das, dies, das. Es kommt immer wieder Geld rein. Freue ich mich. Können wir wieder neues Equipment besorgen, beziehungsweise sparen jetzt mal auf einen Exo-Rubin. Extrem geil. Ja, wenn ihr Tiger Ghost spielen möchtet, schreibt mir gerne auf Discord eine Nachricht. Dann schicke ich euch Tiger Ghost Codes zu zur Registrierung. Da könnt ihr dann einen neuen Account erstellen und neu anfangen. Und
Ja, ansonsten könnt ihr mich gerne supporten, wenn ihr einen neuen Account erstellt. Über meinen Anmelden-Link in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Diesmal eine bisschen längere Folge. Und dann wollte ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Peace und out.